Herzlich willkommen zurück zu Star Wars Battlefront 2, der Kampagne. Und wir spielen heute mit Luke Skywalker. Hätte ich persönlich ja nicht gedacht, aus dem Grund, ich dachte eher, dass es wirklich so eine reine dunkle Kampagne ist. Aber das ist nicht der Fall. Waren hier noch mehr? Nein. Oh. Alter Verwalter, die machen ganz schön Schaden. Als würde das Imperium auch etwas. Da kommt die Verstärkung. Oh. Die beiden Gegner. What the fuck? Man. Auf jeden Fall voll cool, dass wir mit Luke spielen. Es ist gar nicht mal so einfach, wie es aussieht. Also, man muss manchmal schon ein bisschen strugglen, weil dann die Jetpack-Typen kommen.
Oder halt die mit der MG. Da war noch ein Sniper. So wollte ich das nicht. Luke muss wieder alle töten hier, ey. Die ganzen schönen Menschen, weißt du ja. Da unten ist etwas Unnatürliches. Hat mich das gerufen? Vielleicht war es doch mehr. Ich bin wohl nicht der Einzige, der sich wünscht, das Imperium wäre nicht hier. Sie mich wohl hier rausholen. Was für ein Treffen. Ich weiß, wer Sie sind. Warum helfen Sie mir? Weil Sie gefragt haben. Echt jetzt? Nein, das wird nicht bringen, aber das hier. Hör, warten Sie! Luke hilft dem Imperium. Cool. Doppelter Lebensretter. Ich wusste schon immer, dass Luke kein Guter ist. Vielleicht ein Spoiler für den Film, der kommt? Das wäre sehr interessant. Also, wenn das auf den Film zurückgeht und dann man daraus folgern kann, dass vielleicht der Luke ein Böser ist. Ich kenne 100 Geschichten über die Jedi. Als Junge auf Coruscant fand ich sie unheimlich, aber sie... Kommen Sie. Wir müssen zusammenarbeiten, wenn wir hier raus wollen. ETF, Alter. Kann ich dich umbringen? Sie suchen also etwas. Ich auch. Kann ich dich umbringen? Warum? Anscheinend hat die Macht uns zusammengeführt. Ich kann das nicht, Mann. Na, was für ein Glück. Es ist immer mehr als Glück. Also sieht schon irgendwie voll geil aus. Haben Sie damit meine Männer erledigt oder war es Ihr nicht schwer? Es tut mir leid. Sieht gut aus. Also, warum lebe ich dann noch? Die ließen mir keine Wahl. Sie schon. Noch mehr Käfer! Geben wir uns gegenseitig Deckung, okay? Tja, ich habe wohl keine Wahl, oder? Der Bernstein, er ist wie Durastahl. Das Zeug wird fast sofort hart.
Und Sal springt auch bei Kontakt. Es ist hier. Wir nähern uns dem des Imperators. Darum sind sie also hier. Dem was? Keine Sorge. Ich will es zerstören. Ein Observatorium? Moment, das Observatorium ist geschützt. Wenn ich die Verteidigung nicht entschärfe, explodiert die ganze Höhle und vergräbt uns. Mist, was steckt in dem Bernstein? Ich liege das Terminal frei. So etwa? Besser. Betrayer! Verteidigungssystem aktiviert. Traitor. Jetzt tickt die Uhr wirklich. Ihr Verteidigungssystem stört die Biosphäre. Ich glaube, wir wecken die Käfer auf. Ich halte sie auf. Machen Sie weiter. Noch mehr von denen! Netzen. Die Käfer sehen nicht gerade glücklich aus. Oh, nur noch eins, na Mensch. Ah. Muss mal ganz kurz was trinken. Tut mir sehr leid. Bei so viel Aufregung wird mein Mund immer trocken. Bei so viel Action. So, hier ist Terminal Hacker oder was? Hierher! Danke. Los geht's. Wir haben 4 Minuten. Dann explodiert das System. Kaum zu glauben, aber ich bin froh, dass Sie da sind. Alleine hätte ich's nicht geschafft. Ja, ah ja. Alleine wäre das echt nicht machbar. Ich finde trotz der schnellen Bewegung sieht das auch noch ganz gut aus. Also auf jeden Fall, das ist. Wir haben nur noch 3 Minuten, bevor das System explodiert. Lass die Finger von den Inferno-Soldaten. Das Observatorium des
Imperators. Was auch hinter den Türen ist, die Käfer mögen es nicht. Da ist kein Schloss an dem Ding. Wie soll ich da bloß reinkommen? Über den Schlüssel. Ah, ein Machtschloss. Warum hat der Imperator einen Bunker, der sich nur mit der Macht öffnen lässt? Sagen Sie es mir. Der Mann, der den Jedi-Orden vernichtet hat, war insgeheim einer von Ihnen? Ich meine, Sie haben sich als Junge auf Coruscant vor den falschen Dingen gefürchtet. Hier ist nichts Gefährliches drin. Der Imperator beschützt. Schrott. Das ist alles wertlos. Nein, nicht alles. Was ist das? Was ist das? Eine Sternenkarte, oder? Ich möchte diesen Kompass behalten, wenn ich darf. Ich muss diesen Ort zerstören. Warum sollte ich Ihnen das erlauben? Weil ich gefragt habe. Danke. Ich hindere Sie nicht an Ihrer Mission. Aber hat das Imperium nicht schon genug Unschuldigen geschadet? Oh. Was hat das mit dem Kompass auf sich? Gut, dass wir uns getroffen haben, Dell. Und was passiert jetzt? Wir beide gehen getrennte Wege und tun so, als wäre das alles nie passiert? Das können Sie nicht, Dell. Es tobt noch ein Konflikt in Ihnen. Natürlich tobt da ein Konflikt. Ich bin nicht blind. Ich weiß, wozu das Imperium fähig ist, aber was bleibt mir sonst? Eine Wahl. Die Rebellion? Nein. Die Wahl, besser zu sein. Möge die Macht mit Ihnen sein. Damn! Du warst doch noch gar nicht der 4. Mai. Hohoho. Willkommen zurück, Miko. Wir müssen eine Verbündete von meiner Heimatwelt Vardos zum Admiral bringen. Das Ziel ist Protektorat Glenn. Das ist eine Beamtin, die früher Agent Hask und mich betreut hat. Das ist eine Frau? Ich weiß nicht, was das mit der Operation zu tun hat, aber ich muss dem Admiral trauen. Wie komisch das. Bring sie nach Vardos. Nächste Mission steht an. Vardos imperiale Festung. Das ist die Dauntless. Die haben wir gerettet auf Fondor. Was macht sie hier? Sie liefert Fracht aus. Sie hatte die Satelliten an Bord. Moff Wraith sagt, die Satelliten wären für Operation Asche. Verrät uns aber das Ziel nicht. Der Admiral auch nicht. Jetzt weiß ich warum. Interessant. Satelliten sind justiert, Sir. Exzellent. Ich habe Sie nicht gerufen, Commander Versio. Vardos ist unser Ziel. Eins davon, ja. Aber der ganze Planet und sein Volk, sie sind dem Imperium treu. Der Imperator befiehlt es. Wir vernichten diesen Planeten und andere Folgen. Furcht wird sich verbreiten und die Galaxis wird sich erinnern, wer die Kontrolle hat. Es ist unsere Heimat. Das Imperium ist unsere Heimat! Und wir tun, was der Imperator befiehlt. Ich nehme keine Befehle von Toten an. Du nimmst Befehle von mir an! Aktiviert die Satelliten sofort! Fliegen Sie nach Vardos, und zwar auf der Stelle. Holen Sie Protektorat Gleb. Sie ist Ihr einziges Ziel, verstanden? Das ist alles. Das
ist alles. Ich bin ein alter Mann. Ich gebe nur Befehle. Wie kann man nur so unmenschlich sein, ey? Kontaktieren Sie Agent Husk auf der Corvus. Ich muss mit ihm sprechen, und zwar unverzüglich. Wie kann man einfach seinen Heimatplanet zerstören? Das ist mir ergründlich, also nicht ergründlich, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Das ist... Was aber hier passiert, sehen wir erst in der nächsten Folge. Deswegen beende ich an dieser Stelle die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.